Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder The Witcher. Letztes Mal waren wir hier und jetzt müssen wir mit dem Wächter sprechen. Hier brennt noch unser Kumpel. Jetzt sprechen wir mit dem Schön oder Wächter. schrecklich komme ich nachts oder tags. Kurz oder lang, ich bin dein und nur dein. Ertrag's. War hier jemand als Kind gut bei Rätseln? Entschuldigt, ohne mich. Dein und nur dein. Ertrag's. Die Zeit. Die Zeit fließt. Sie kommt nicht nachts oder tags. Du redest Quatsch. Aber die Zeit kann schön oder schrecklich sein. Das kann auch ein Reim. Aber ein Reim kann nicht lang sein. Ein Tag schon. Man sagt doch auch, meine Zeit ist gekommen. Aber der Rest passt nicht. Wir spielen hier nicht Topfschlagen. Wir riskieren hier unser Oh Leben. oh. Also was ist ein Reim sein? Die Zeit, ein Traum, ein Tag, das Alter, der Tod, ein Versprechen. Nochmal Könntest das du das Rätsel. Rätsel wiederholen? Schön oder schrecklich komme ich nachts oder tags. Kurz oder lang, ich bin dein und nur dein. Ertrag's. Na, der Tod. Ein Verbrechen, der nicht der Tod passt, finde ich. Tag oder Nacht, das Alter kommt nicht Tag oder Nacht. Ich sag der Tod. Der Tod. Falsch. Ach du Scheiße. Okay, der Tod war es nicht. Müssen wir erstmal überlegen. Hätte ich da noch ausweichen können? Soll ich erstmal mit dem quatschen? Wie wir von den Büchern träumten, den Tränken. Wir sind noch nicht fertig. Bringen wir es rasch hinter uns. Kann es nicht öffnen? Ah, Die jetzt. einen sagen, ich fliege dahin. Ah, jetzt Die neues Rätsel. anderen nennen mich bitter. Ich bin dein Reichtum, ich heile deine Wunden. Doch bin ich auch allerdings Schnitter. Ich frage wieder, was die Was denkt meinen. ihr? Aber reißt euch diesmal zusammen. Noch eine Leiche brauchen wir nicht. Ich glaube, es ist die Feder. Wenn der Wind sie trägt, kann man sagen, sie fliegt dahin. Als ich 10 war, war ich die Herrin der Rätsel. Aber ich habe nie gehört, dass Federn Reichtum bedeuten oder für irgendwas der Schnitter sind. Vielleicht ist die Sonne die Antwort. Sie scheint zu fliegen und sie ist gefährlich. Sie wird auf nilfgaardische Florins geprägt und wenn man ihr in der Wüste von Korath ausgesetzt ist, ist sie eindeutig der Schnitter. Passt gut. Aber was, wenn doch der Tod gemeint ist? Eine Metapher für den Tod. Meister Farid offenbart seine Poetenseele. Rührend. Wie schade, dass die Antworten alle so abwegig sind. Was schlägst du denn vor? Die Zeit? Den Adler von Redanien? Einen zahnlosen Vampir? Vielleicht hat der Hexer ja eine bessere Idee. Boah. Ich höre mir das Rätsel erstmal nochmal an. Könntest du das Rätsel wiederholen? Die einen sagen, ich fliege dahin. Die anderen nennen mich bitter. Ich bin dein Reichtum. Ich heile deine Wunden. Doch bin ich auch allerdings Schnitter. Was soll denn bitter sein? Letztes Mal habe ich schon das letzte genommen, es war nicht so. Bittere Zeit. Nochmal das Könntest du Rätsel. das Rätsel wiederholen? Die einen sagen, ich fliege Das ist die dahin. Zeit. Die anderen nennen mich bitter. Ich bin dein Ich Reichtum, heile ich deine heile Wunden, deine das ist die Wunden. Zeit. Doch bin ich auch Es ist allerdings mit Schnittern, verstehe ich Schnitter. nicht, aber es muss die Zeit sein. Die Zeit. Richtig. Bis jetzt ist es ganz gut gelaufen. Nicht für alle. Was machen wir eigentlich mit ihm hier? Junge, zum Glück habe ich nicht auf die gehört, die haben ja keine Ahnung gehabt. Was ist denn jetzt los? Hier ist jemand gewesen, vor kurzem. Okay. Was ist hier hinter der Tür? Nanu, da ist ja die Konkurrenz. Ach du Töte Scheiße, sie sie. sind hier schon drin.
Wie hat der mich denn umgerannt? Oh gut, den haben wir schon mal. Was geht denn hier ab, Alter? Ist eine Party. Oh oh. Die sind echt nicht schlecht hier. Das sind so viele. Okay. Wo ist denn hier unser Vierter? Okay. Machen wir die schnell fertig. Oh, der ist eingefroren. Na, liegt da. Und. Sie müssen direkt aus ihrem Lager hier runtergestiegen sein. Oh. War es der richtige Weg denn? Noch ein Wächter. Wo ist denn der Loot? Leiter, Leiter, hier, ist ein Buch. Hier haben wir ganz viele Bücher. Er reagiert auf meinen Zauber. Machen die jetzt mal die Tür auf. Achso, ist auch wieder ein Rätsel. Durch die Nacht. Drei Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk, was man für Schätze dort entdeckt. Hörte ich, wie sich jemand beschwert, die Rätsel wären zu einfach? Durchdenken wir die Sache. Wir haben 9 Alkoven mit Fresken. Das sind 3x3 Fresken. Das Rätsel spricht von 3 Wegweisern, die für die Reisenden angebracht sind. Wir müssen die Fresken untersuchen und dort die Antworten finden. Ich sage gerne was zum Rätsel, aber bei der Entschärfung der Vorrichtung mache ich nicht mit. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Wo haben wir denn die Fresken? Wenn wir hier das hier... Vor einer Zeit brachten die Prinzen von Bermavort die Mächte der Tiefe in Rage, vielleicht sogar die Götter selbst. Meeresteuer erschien in den küstennahen Gewässern, wo er Fischer und Perlentaucher tötete. Bla bla bla. Bestie gehört, sie tauchen aus dem Wasser auf und dieses Mädchen. Sommerhimmel, nee, das hilft uns nicht. Bekannt im Norden, dass Makam Gnome in völliger Harmonie mit den Zwergen koexistieren. Können halt die kleinen Leute sein, ne? Legendäre Schätze. Langen Jahrhunderts haben es 3 außergewöhnliche Ruhm gebracht. Einsteinzimmer. Ins Vater. Albenraum ist Meister der 2 Schatz. Drachen Uquis vom Quarzberg. Jahrhunderts ranken sich Legenden. Löse das Rätsel, stell dich und 2 deiner Begleiter auf die richtigen Steinplatten. So. Ein Kasper weniger. Ich wette, auf uns warten noch ein paar von Dea Hennas Überraschungen für ungebetene Gäste. Muss das Rätsel nochmal hören. Die Reisenden ziehen durch die Nacht. 3 Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk, was man für Schätze dort entdeckt. Okay. Dann müssen wir die Dings bei Silbertracht finden. Das hier bestimmt. Und ich habe schon wieder das andere vergessen.
Irgendwo noch die kleinen Gestalten. Habe ich hier schon gespeichert? Machen wir erstmal. Warum kann ich mich nicht unterhalten? Die Reise. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk. Was man für Schätze dort entdeckt. Okay. Erster Was Wegweiser. Haltet ihr vom ersten Wegweiser? Das Stundenglas ist ein Symbol für Zeit. Ein gewundener Drache, der sich in den Schwanz beißt, steht für die Unendlichkeit und damit für Zeit. Eine Konstellation, denn der alchemistische Drache ist geflügelt. Jeder fähige Alchemist ist auch Astrologe. Es muss eine Konstellation sein. Eine alchemistische Allegorie. Ein geflügelter Drache symbolisiert Drachen. Den Urstoff. Was haltet ihr vom ersten Wegweiser? Achso, jetzt nochmal. Ich hab den Wortlaut des Rätsels vergessen. Der erste Vers lautet: Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht. Ja. Stundenglas. Drachenkonstellation. Schlange bei Nacht. Dann sag ich das Stundenglas. Ich glaube, es ist das Stundenglas. Ich übernehme das. Was okay. meint ihr zum zweiten Wegweiser? Die weiße Rose ist das Symbol des Ordens der Flammenrose. Da ist ein Wappen im Fresko und in der Heraldik steht Weiß für Silber. Also ist die Herrin in Silbertracht eine weiße Rose. Der Mond. In der Alchemie steht der Mond für das weibliche Element und auch für Silber als Metall. Der Orden ist im Süden nicht sehr bekannt. Der Totenkopf andererseits steht sowohl für den Tod als auch für die kaiserliche Nausikaa-Division. Diese Einheit kennt jeder in Nilfgaard. Nausikaa könnte die Silberherrin sein. Es heißt der Todfolge der Division und der Name selbst ist weiblich. Ich habe den Wortlaut des... Soweit ich mich entsinne, lautete der zweite Vers: Und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Was ist denn Antlitz dann? Antlitz nicht versteckt, dann gehe ich mit dem Mond. Ich glaube, es ist der Vollmond. Ich habe keine Ahnung, ne? Was fällt euch zum dritten Wegweiser ein? Ein Abgrund, eine Schlucht. Ein altes alchemistisches Gesetz sagt, wie oben, so unten. Dieser Teil des Rätsels bezieht sich auf einen Abgrund. Der Teil über den dritten Wegweiser ist wörtlich zu verstehen. Ich glaube, gemeint ist das Mahakam-Massiv mit seinen Zwergen und Gnomen. Sie bauen diverse Erze ab, die für Alchemisten Schätze sind. Das Gewölbe im Berg muss einen Turm bezeichnen. In den Legenden dienen Türme als Kerker für Prinzessinnen oder als Verstecke für magische Artefakte, die der Held nicht finden soll. Okay. Warte mal, welches war denn jetzt was? Ich glaube... Ich wollte das hier wissen. Ein Abgrund. Der Teil über den dritten Wegweiser ist wörtlich zu verstehen. Ich glaube, gemeint ist das Ich will das auswählen, aber was ist denn das? Und Gnomen. Sie bauen diverse Erze ab, die für Alchemisten Schätze sind. Das Gewölbe im Berg muss einen Turm Der Abgrund der Turm nicht an das. Mit dem Himmel dahinter. Das klingt logisch. Wenn nicht, muss ich die Bücher nochmal durchgucken. Mal sehen, ob wir das lösen können. Nehmt eure Plätze ein. Ich glaube, wir gehen alle drauf. Ich will weiterleben. Wie du meinst. Ich muss jetzt auf das hier. Ich glaube, wir gehen alle drauf. Und ich habe Gaspar hierzu überredet. Das kann doch nicht stimmen. Okay, wir müssen fighten. Wie viele von denen laufen hier noch? Ersten haben wir. Junge, wie one-hitten die alle? Wo ist denn der dritte? Ja, das ist perfekt, Alter. Auch weg mit dem. Okay, wir müssen nochmal überlegen. Also jetzt lese ich erstmal nochmal doch das Buch. Mit diesen drei Schätzen. Die legendäre Schätze. Schätzen im vergangenen Jahrhundert haben es drei außergewöhnliche Ruhm gebracht. Die erste ist das
Bernsteinzimmer. Stemmer, wenns Vater beansprucht und nachdem er Wellen von Temerien besiegt hat, diese Art und Meisterwerk ein komplett mit Bernstein ausgekleidetes Zimmer ging beklagenswerterweise in den Wirren des Kriegs verloren. Ob es nun verschüttet ist oder zerstört, es ist spurlos verschwunden. Okay, also ein Bernsteinzimmer. Das ist hier irgendwo. Nö, ne? Irgendwo ein Bernsteinzimmer. Dann speichere ich erstmal nochmal. Aber der ich wollte jetzt hier hin. Aber hier, der zweite Schatz gehört den Drachen Okwis Quarzberg. Letzterer ist auch bekannt als Kristallberg oder Berg des brennenden Sandes. Eine Gruppe unter Führung von Japen Zirgin tötete die Bestie und erlangte den Schatz, darunter Saphire von einmaliger Form mit Diamanten groß wie Kirschen. Diese Edelsteine sorgten für Furore auf dem Juwelenmarkt. Drittgelegenen Schatz der 200 rangen sich Legenden. De facto gemacht, eins davon explodiert und fünfmal den Schatz untersucht hatten. Das passt doch nicht, aber also hier dieser Drache zumindest. Und hier haben wir die Gnome. Also das würde ich sagen, dass das stimmt. Das ist ein Hinweis drauf. Astrologische Karten. Ach du grüne Neune. Check ich nicht. Vor langer Zeit brachten die Prinzen von Bermaut die Mächte der Tiefe in Rage, vielleicht sogar die Götter selbst. Ein Meeresdrache erschien in Güßener Gewässern. Zum Glück eine junge Frau in Hexer in Gegenwart. Strandspaziergang. Wir können eine Reflexion der Ereignisse im Sommerhimmel sehen. Über das Gesicht verbirgt, dort ist die Frau, die panisch nach Westen schaut, von wo sich der Drache heranwehrt. Ach, okay, Sommerhimmel, wenn unsere Herrin in Silbertracht... Weil die Frau, die panisch nach Westen schaut. Jetzt müssen wir gucken, wo Westen ist. Wo ist Westen? Warte mal, wenn wir die Map aufrufen. Ich hoffe, hier ist Norden, ne? Also ist Westen da. Warte mal. Es hat sich überhaupt nicht bewegt. Warte mal. Wir gucken. Da ist Norden. Wir gucken gerade nach da. Also. Der Fall müsste Norden sein, ne? Ja. Dann ist Westen da. Dann müssen wir gucken, wo noch. Wo die Tante nach. Guckt die nach Westen? Oder die? Da ist Norden. Die muss nach da gucken. Irgendwie alle komisch. Die hier guckt vielleicht nach Westen. Die guckt doch nach Westen, oder? Ne, die guckt nach Norden. Ich weiß ja nicht, wo die beiden hier hingucken. Okay, wir probieren es nochmal. Erster Wegweiser. Es ist vielleicht, also, es heißt ja nicht, dass was alle falsch waren. Es war wie mindestens einer falsch. Ich nehme jetzt die Drachenkonstellation. Ich übernehme da. So, zweiter Wegweiser. Der Mond oder die weiße Rose? Totenkopf sage ich nicht. Ich bleib mal beim Mond. Lass mich das machen. Dritter Wegweiser, bleiben wir auch hierbei. Wir enden jetzt erstmal nur den ersten. Das Glück, es bringt ich stelle mich zu diesem. Mal sehen, ob wir das löten. Nehmt eure ohne mich. Ja, das kennen wir ja alles schon. So, ich muss ja an den hier. Ist auch wichtig, in welcher Reihenfolge wir die drücken, bestimmt nicht, ne? Schauen wir mal. Eindringling erkannt. Nein! Oh. Das ist ungünstig. Oh oh. Aber warte mal, die Tür ist offen. Unsere Expedition dünnt aus. Dabei waren die beiden richtig amüsant. Halt den Mund. Aber natürlich, Herrin. Wäre der auch da gewesen, hätte ich's richtig gemacht. Ein Golem. Dann sind die Legenden über Dea Henna wahr. Nur eine gehorsame Maschine. Geschaffen, um Befehle auszuführen und zu töten. So wie unser Hexer. Ey. Dann müssten wir ja prima miteinander auskommen. Was weißt denn du schon von Golems? Golems greifen vielleicht keine Konvois an wie andere Monster, aber jedes gute Bestiarium beschreibt sie eingehend. Geralt, ich will ja dein Wissen nicht anzweifeln, aber trotzdem ist es an mir hier... Tatsächlich stellst du mein Wissen sehr wohl in Frage. Ich bin der Experte. Ich werde versuchen, das Wort aus ihm rauszubringen, das ihn deaktiviert. Oder ich breche in seinen Kopf ein und zerstöre das System.
Dann haben wir einen Einbrecher in unserer Mitte? Bitte sehr, versuch es. Meine Absichten sind gut. Meine ebenfalls. Sei jedoch gewarnt, dass sich das ändern kann. Der Henna muss ziemlich einsam gewesen sein, dass er dir Eloquenz gegeben hat. Der Meister hat mich zum Wächter gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Der bröckelt irgendwie so ein bisschen. Du bist ein Gast. Vorausgesetzt, du bleibst da stehen. Du weißt also, dass du ein Automat bist. Wissen wir denn, was wir sind? Woher wir kommen? Und wohin wir gehen? Oh, Dieb. Ist das menschliche Leben in seiner Unerbittlichkeit von Geburt und Tod besser als meine Existenz? Wird ein Mensch geboren, ist er seinen Eltern gehorsam. Später hört er auf seine Lehrer, Meister und Befehlshaber. Schließlich unterwirft er sich dem Willen des Todes. Und da stellt Adalbert Deahennas Können in Frage. Wenn irgendwer passieren darf, wer? Deahenna, doch er ist tot. Auch Gäste dürfen passieren, Eindringlinge nicht. Erzähl weiter. Wer ist Gast und wer ist Eindringling? Ist das nicht offensichtlich? Ein Gast war Distanz oder kennt das Namenwort. Ein Eindringling geht zu weit, greift mich an oder setzt meine Existenz anderweitig zu. Na, was ist denn das Namenswort? Wollte schon einmal jemand hier hinein? Ich entsinne mich keiner Eindringlinge. Doch Gäste waren hier, die gingen, nachdem sie gewarnt wurden. Wann war das? Was habt ihr besprochen? Ich bin ein Apparat. Mein Gedächtnis hat Grenzen. Du bist dir deiner selbst viel bewusster als ein typischer Golem. Kannst du eigene Entscheidungen treffen? Der Meister hat mich so geschaffen, weil er ausführliche Diskussionen schätzte. Ich kann selbst Entscheidungen treffen. Im Rahmen meines Programms, natürlich. Du entscheidest also, wer Gast ist und wer Eindringling. Wer denn sonst? Gäste führen harmlose Unterhaltungen und üben keinen Druck aus. Üben wir gerade Druck aus? Die anderen sind Eindringlinge. Ich habe andere Fragen. Hat dein Schöpfer dir einen Namen gegeben? Gehorsam und Unbeugsamkeit sind mein Name. Ich bin ein Wächter und der demütigste aller Diener. Der Name eines Golems ist das Wort, das ihm Leben gab und es ihm nehmen kann. Du musst einen Namen haben. Ich habe gar nichts. Alles gehört meinem Meister. Wie könnte ich den Namen preisgeben, wenn ich nur existiere, um meines Schöpfers Eigentum zu schützen? Dich hat mächtige Magie erschaffen. Deahenna war ein wahrer Meister. Das ist er noch, da seine Meisterschaft fortbesteht. Als bewusstes Wesen. Junge, wir quatschen ihn so voll. Du irrst dich. Aller Kummer und Schmerz der Welt gehört in den Bereich der Gefühle. Meine Gedanken kennen nur reine Logik im Rahmen meines Programms. Aber du bist lernfähig. Es heißt, dass jede Neigung zur Philosophie nur auf Neugier fußen kann. In diesem Fall fußt sie auf dem Willen meines Meisters, der Unterhaltungen mit mir schätzte. Und fühlst du ein Bedürfnis zu diskutieren? Ich fühle gar nichts. Das Bedürfnis existiert einfach. Okay. Können wir dein Programm diskutieren? Natürlich nicht. Okay. Kann ich dich nach dem Namenwort fragen, das dich ins Leben rief und das dich deaktivieren kann? Tu das und ich betrachte dich als Eindringling. Ich habe andere Fragen. Erinnerst du dich an deinen Schöpfer? Natürlich. Ich wurde von Meister Deahenna ins Sein gerufen. Ich bestehe nach seinem Willen, seiner Macht. Nach dem Zwang, der mir in den steinernen Eingeweiden wohnt. Deahenna ist tot. Sein Wort, das mich belebt, besteht fort. Wie auch sein Erbe, das ich beschütze.
Imperien entstehen und fallen. Flüsse ändern den Lauf. Doch ich bin meinem einzigen Herrn gehorsam auf meiner ewigen Wache. Der Henna muss ein Man kann, glaube ich, schon das Wort wissen. Sein. Erzählst du mir von ihm? Weil ich beschütze alles, was des Meisters war. Auch seine Privatsphäre, die er besonders schätzte. Ich kann dir nichts sagen. Ja, und das hier würde ihn irgendwie beeinflussen, aber ich habe Angst, dass es nicht funktioniert. Ich habe andere Fragen. Weil guck mal, hier kann ich jetzt... Ich weiß genug. Gut, vielleicht fällt mir ein, wie wir kampflos an diesem Ding vorbeikommen. Einbrecherhexer, Philosophengolems, eine Expedition der faszinierenden Entdeckungen. Und der schrecklichen Enttäuschungen. Halt den Rand, Adalbert. Und du, Hexer, mach was gegen den Golem. Was mache ich? Dein Meister ist lange tot. Und du bist mehr als nur ein Golem. Wir suchen in Dea Hennas Aufzeichnungen nach einer Möglichkeit, dich aus dem Dienst zu befreien und dein Bewusstsein zu erweitern. Ich begehre keine Freiheit und auch nicht etwas anderes zu sein, als ich bin. Oh, scheiße. Eindringlinge aufhalten. Oh, oh. Ihr lernt es wohl. Wieso sind da zwei? Warum sind da drei? Immer mehr. Ja, das macht schon mal nicht so Bock. Bin down. Vielleicht können wir noch mal mit ihm quatschen. Ich dachte, man könnte das Wort schon sagen. Ich habe irgendwie alle Fragen gestellt. Oh. Nee. Nur eine... Was weiß... Golems... Gera... Tatsächlich... Dann haben... Meine... Meine ebenfalls... Der... Der Meister und... Dich hat mächtige Mag... Was? Als Bewohner... Du... Aber du... Und fühlst du... Ich fühle... Das kennen wir alles schon, die bringen uns nichts. Ich habe an... Du weißt... Wiss ist... Wird... Und da stellt Adalbert Dea Hennas Können in... Wenn irgendein erzählt, wollte, ich, wann, ich bin, du bist, der, du entschuldigst, ich habe an, erinnert, ich, der, sein Wort, Impi, du bist kein Automat, du bist dir deiner selbst bewusst und du kannst denken, du kannst Entscheidungen treffen. Oh. Du liegst falsch. Ich bin wortgewandt und kann zwischen Gästen und Eindringlingen unterscheiden. Mit letzterem werde ich fertig. Doch alles, was ich sage und tue, ist durch mein restriktives Programm bedingt. Übrigens bin ich als Automat immun gegen alle Zauber. Mhm. Eindringlinge. Ja, es war klar. Ich hab's ja vorher gesagt. Ich habe ein kleines Problem. Alter, er gibt mir erstmal richtige Schelle. Ich habe doch Q gedrückt. Na, ich bin halt schon wieder down, ne? Da laufen halt so drei Viecher auf mich zu. Da habe ich auch nicht so Bock drauf. Ist immun gegen alle Zauber? Er kriegt aber die ganze Zeit meine Arts ab, ne? Okay, wir probieren es noch einmal. Ein Gott, nur eine. Hm, was man muss den doch irgendwie. Tatsächlich, dann haben meine. Meine ebenfalls. Der Herr. Der Meister und du. Hat dein Schöpfer dir gehorcht. Der Name eines Das kennen wir alles schon. Dich hat mich... Das ist... Hm.
Können wir... Als bewusstes... Aber du... Und fühlt... Wir müssen hier mal durchwaschen. Ich habe andere Fragen. Du weißt... Und... Du bist... Du entweder... Wenn irgendwer erzählt... Wollte... Wann... Ich habe andere Fragen. Erinnerst du dich an dein... Natürlich... Der... Sein... Imperien... Der Henna muss ein außergewöhnlich. Ich habe andere Fragen. Dich ich muss doch nach dem Namenswort fragen. Kann ich dich nach dem... Tun. Ich habe andere... Erinnerst... Natürlich... Der... Sein... Ich habe... Gut, vielleicht fällt mir ein... Einbrecher, eine Ex... Und der Schritt... Wir wissen jetzt, dass jetzt machen wir das Ober genommen, jetzt müssen wir das nehmen. Existierst. Dank des Namenworts, das er dir gab. Das ist wahr. Du wurdest geschaffen, um Eindringlinge von Gästen zu unterscheiden. Die ersten sollst du aufhalten, die zweiten begrüßen. Junge, jetzt fasse ich einfach zusammen, was... Und wer fasst zusammen, was ich... Also, was er mir erzählt hat. Das mache ich von beiden. Das nach hier. Dem heiligen Recht der Gastfreundschaft werde ich diese Kammer nun als Gast betreten. Du Narr. Oh nein. Menschenwerk und nicht Teil meines Programms. Eindringlich. Ach Mann. Ist das dumm. Ich hab keinen Bock gegen den zu fighten. Die sind viel zu stark, die Viecher. Kann auch nicht, komm hier gar nicht weg. Hä, ich bin hier eingesperrt. Naja. Ist okay. Wir müssen ihn alles fragen erstmal. Dann müssen wir es alles zusammenfassen und dann kommen wir vielleicht vorbei. Das probiere ich jetzt noch. Auf Flotti Karotti. Ein nur was Gol Gera tatsächlich. Dann hab meine der Henna. Der Meister hat mich und du weißt wird und da. Wenn er wollte, war du alles ganz du schnell durch. Ich habe erinnert der sein Ding. Der ich kann ich tun. Ich habe hat dein Schöp Gehaupt, der Name. Ich habe gar nichts. Dich das als du aber du bist und fühl ich können natürlich. Ich habe... Gut. Einbrech, eine Ex... Und der schrecklich... Wir wissen... Das... Du wurdest ge... Eindringlinge. Bist du dir im Klaren darüber, dass Eindringlinge versuchen könnten, dich zu täuschen? Ich habe Steinfäuste, um mich gegen die zu verteidigen, die mit Schwertern bewaffnet sind. Ich habe meine eiserne Logik... um mich gegen die zu verteidigen, die mit Worten bewaffnet sind. Aber Eindringlinge könnten auch Zauberer sein, die die Realität ändern. Sie könnten Illusionisten sein oder einfach Lügner. Was ist dann sicher? Meine Existenz ist sicher, so wie der Wille meines Meisters. Also das hier funktioniert auf jeden Fall nicht. Jetzt muss ich eins von den beiden nehmen. Nur du und der Wille des Meisters existieren. Alles andere ist zweifelhaft. Ich sag das, weil das hier funktioniert doch niemals. Da nur du und das Erbe des Meisters existieren, ist alles andere zweifelhaft. Ein böser Eindringling könnte dir die Sinne vernebeln. Ich bin der Wächter, vom Meister darauf vorbereitet. Er konnte nicht alles voraussehen, darum hat er dir zum Ausgleich Verstand gegeben. Du hast viel mehr Bewusstsein und Intelligenz, als ein Wächter braucht. Dein Meister sagt, begrüße Gäste und halte Eindringlinge auf. Das ist sicher, doch alles andere kann eine Lüge sein. Und Gäste darfst du nicht angreifen. Das wäre gegen den Willen deines Meisters. Gäste müssen begrüßt, Eindringlinge aufgehalten werden. Das ist der Hennas Wille. Bist du ein Gast oder ein Eindringling? Gast.
Es spielt keine Rolle, was ich antworte. Deine Sinne können dich täuschen. Du kannst nur deinem Verstand vertrauen. Du kannst nicht annehmen, dass ich ein Gast bin, weil ich doch ein Eindringling sein könnte. Du kannst nicht annehmen, dass ich ein Eindringling bin, weil ich doch ein Gast sein könnte. Dies ist ein Widerspruch, ein Paradox. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben Lea Henners Labor erreicht. Sehen wir uns um. Okay. Wir haben es geschafft. Das ist noch besser, als ich gehofft hatte. Damit würde ich sagen, hier machen wir erstmal Feierabend für diese Folge. Nächste Folge machen wir hier weiter, durchsuchen das Labor. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.